Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich immer, als Vater von ganz vielen Töchtern freue ich mich immer, das letzte Wort zu haben bei so einer tollen Veranstaltung, dann natürlich auch noch. Ja, das Thema ist natürlich so ein bisschen ambitioniert. Die Frage 100% erneuerbare Energien, geht das? Wobei man eigentlich die Antwort heute Morgen schon aus berufenem Munde hatten. Und zwar hatte heute Morgen ja schon der Herr Fell ganz klar gesagt, es ist keine Frage, ob das geht, sondern 100% Erneuerbare sind der Kern des Klimaschutzes. Also ohne 100% Erneuerbare werden wir es mit Klimaschutz am Ende nicht hinkriegen. Ja, was habe ich jetzt heute vor? Ich habe jetzt geplant, jetzt zunächst einfach nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit, die noch gar nicht so lange her ist, zu blicken, werde den Kraftwerkspark in Deutschland, in Europa nochmal so ein bisschen analysieren, werde dann natürlich auch auf unsere Strompreisstudie ganz kurz eingehen, nochmal diskutieren, warum der Strom jetzt teuer wird und auch diesen ominösen Meret-Ora-Effekt noch so ein bisschen näher erklären. Ja, und dann ist die Kernfrage, bleibt denn die Versorgung überhaupt sicher? Was müssen wir machen, um jetzt wirklich 100% erneuerbare Energien bei uns zu erreichen? Und ganz am Ende wird die Antwort sein, ja, dass man natürlich eine ganz, ganz wichtige Technologie nicht vergessen darf, nämlich die Speichertechnologien. Das wäre der Plan für die nächsten 40 Minuten. Und um es einfach mal ganz plakativ so ein bisschen anzufangen, die Stromerzeugung in Europa vor ungefähr 20 Jahren, im Jahr 2000, sah ja noch so aus, dass die Tortenstückchen, die jetzt belegt wurden durch Wind und PV und Biomasse, noch recht klein waren. Also wir hatten im Prinzip jede Menge Großkraftwerke, die Stromerzeugung dominiert hatten. Also das wären dann zum einen Kernkraftwerke, Gaskraftwerke, Braunkohlekraftwerke. Und da hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren, was ja noch nicht so lange her ist, zumindest nicht für die Energiewirtschaft, unheimlich viel geändert. Also die Tortenstückchen, die grünen, sind deutlich größer geworden. Wir haben tatsächlich die erneuerbaren Energien, Wind, Photovoltaik und Biomasse ungefähr verzwanzigfacht, müssen aber uns eingestehen, die Stromversorgung basiert noch immer ganz, ganz maßgeblich auf Großkraftwerken. Ja, und was sind das für Kraftwerke? Sie kennen alle diese wunderschönen großen Löcher, wie sie zum Beispiel im Rheinland anzufinden sind. Das ist hier Garzweiler. Und wenn Sie da so ein bisschen genauer hinschauen, stehen da natürlich ganz, ganz große Bagger rum. Und wenn wir noch ein bisschen genauer so in den Hintergrund gucken, sehen wir, dass um dieses eine Loch rum jede Menge Kraftwerke stehen, die alles andere als klein sind. Also Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem, Weißweiler sind im Prinzip Kraftwerke, die im Prinzip eine elektrische Leistung repräsentieren von ungefähr 8 Kernkraftwerken. Ja, also das heißt, da sammelt sich einiges an Kraftwerksleistungen. Und wenn man noch ein bisschen näher ranzoomen und uns zum Beispiel so einen typischen Kraftwerksstandort wie in Niederaußem nochmal anschauen, dann lohnt sich es einfach auch mal anzuschauen oder zu bemerken, dass die tatsächlich auch historisch gewachsen sind. So von links nach rechts sehen Sie, dass die Blocks immer größer werden. Und es liegt einfach daran, dass ganz links, also wirklich ziemlich alte Kraftwerke noch vorhanden sind. Die Blocks A, B, C, D, E, F sind allesamt noch älter als ich bin, obwohl ich schon nicht mehr ganz so jung bin. Block G und H sind mit die jüngsten, die wir in Deutschland haben. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, den Block H, der tatsächlich nur 20 Jahre alt ist. Ja, und tatsächlich ist es so, dass nur die Blocks A und B im Jahr 2012 stillgelegt wurden. Alle anderen waren zumindest bis ganz gerade eben noch weiterhin in Betrieb. Und das sagt uns einfach, dass wenn wir über Kohleausstieg diskutieren und Alternativen zu erneuerbaren Energien, dass im Prinzip niemand so richtig am Schirm hat, dass wir hier wirklich über Alteisen reden, uralte Kraftwerke, Technologie von 1965, die auch heute noch ganz, ganz kräftig in Betrieb sind. Ja, und das Schöne ist, dass dieses Alteisen dann natürlich den armen Betreibern vor kurzem nochmal ganz kräftig vergoldet wurde. Das BMWi hat hier einen Spendencheck über 4 Milliarden für die deutschen Braunkohlekraftwerke ausgestellt, wie Sie alle wissen, im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, ganz, ganz tolles Gesetz. Und ja, und wenn wir da noch so ein bisschen weiter reinschauen, war das nicht der einzige Scheck, da gab es dann noch Schecks für Steinkohle, für Anpassungsgeld. Und für die Kohleregionen, für die ganzen Bürgermeister in der Region. Und dann gab es tatsächlich dann auch noch ein paar ungedeckte Schecks, wo gar nicht drinsteht, wie viel die mal kosten würden. Ja, und warum bringe ich das jetzt alles an der Stelle nochmal
Also die Schecks, die da ausgestellt wurden für dieses Alteisen, beläuft sich auf mindestens 53 Milliarden Euro. Und dafür hätte man tatsächlich einiges an Wind und Photovoltaik natürlich zubauen können. Also im Prinzip hätte man allein das, was jetzt Habeck zusätzlich gegenüber dem Ausbauplan der vorherigen Bundesregierung zusätzlich installieren möchte an PV, hätte man im Prinzip komplett mit diesen Spendenchecks auch bezahlen können. Gut, aber schauen wir nicht so traurig in die Vergangenheit. Es gibt auch gute Aspekte in der Vergangenheit. Also diese 20 Jahre Energiewende waren ja eine beispiellose Erfolgsstory. Und wir haben hier einen exponentiellen Anstieg erleben können mit den erneuerbaren Energien. Also ich hätte ganz gerne den Herrn Fell nochmal gefragt, ob er damals, als er das EEG 2000 geschrieben hat, damit gerechnet hat. Also dann war er wahrscheinlich einer der ganz wenigen, der sich das damals schon hätte vorstellen können. Mittlerweile haben wir über 50% der Nettostromerzeugung als erneuerbare Energien. Je nachdem, Sie finden natürlich im Kleingedruckten auch andere Zahlen, 43,9, 41,4, wie auch immer. Das hängt immer so ein bisschen drauf an, auf was man jetzt die Stromerzeugung bezieht oder den Anteil erneuerbarer Energien kann man natürlich auch immer so ein bisschen positiver, negativer alles darstellen. Aber positiv ist auf alle Fälle, dass wir mittlerweile ein Äquivalent von 51 Kernkraftwerken an Windenergie haben, ungefähr nochmal 40 Solarenergie und immerhin auch 9 Kernkraftwerksäquivalente an Bioenergie. Und das führt dann dazu, dass wir ganz, ganz tolle Tage schon verzeichnen konnten. Hier zum Beispiel der 4. Juli 2020, als wir tatsächlich mehr als 100% des aktuellen Stromverbrauchs in der Mittagsspitze decken konnten mit erneuerbaren Energien. Über den Tag waren das dann zwar nur 90%, aber immerhin. Und das ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür, wie erfolgreich tatsächlich oder wie ungeahnt erfolgreich dieses EEG in dieser doch relativ kurzen Zeit gewesen ist. Ja, allerdings haben wir natürlich auch die Situation, dass wenn wir uns zum Beispiel einen anderen Tag anschauen, ein paar Wochen später, 12. Oktober 2020, da sehen wir schon, da war es mit dem Wind nicht ganz so gut. Und wir haben, nachdem die Sonne untergegangen war, eben nur noch 13% des aktuellen Stromverbrauchs decken können mit erneuerbaren Energien. Über den Tag waren es eben nur 25%, also deutlich schlechter. Und das ist genau das, was heute als Gespenst der Dunkelflaute umgeht und die Energiewende-Befürworter und Gegner gleichermaßen so ein bisschen erschreckt. Ja, was verstehen wir unter der Dunkelflaute, ist ja schon mehrfach genannt worden. Im Prinzip geht es einfach darum, dass wir natürlich, das ist jetzt einfach mal dargestellt, Last von Wind und Photovoltaik im Jahr 2017. Da sehen wir, dass das noch sehr viel Luft nach oben ist, um jetzt quasi die konventionellen Kraftwerke größer 100 Megawatt zu ersetzen. Und wir sehen aber auch, dass es einige Ereignisse gibt, wo auch eine Verdreifachung der Leistung von Wind und Photovoltaik nicht helfen würde, um quasi diese konventionellen Kraftwerke zu ersetzen. Und diese Ereignisse dauern durchaus auch mal 10 Tage. Und das ist genau die Situation, die dann dazu führt, dass wir an solchen Stellen wirklich Probleme haben werden, auch mit adäquaten Speichern diese Lücke zu füllen. Das heißt, mein erstes etwas verhaltenes Fazit ist, dass die erneuerbaren Energien derzeit eben noch nicht ausreichen, um alle fossilen Kraftwerke zu ersetzen, was aber, glaube ich, auch niemanden so richtig überrascht. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch über Kosten sprechen. Warum wird der Strom jetzt so teuer? Wir wissen alle, dass unsere Strompreise momentan explodieren. Und wie die explodieren, habe ich Ihnen jetzt auf dieser Folie mitgebracht. Da habe ich jetzt einfach mal vom Jahr 2014 bis heute eben aufgetragen, die mittleren Strompreise für Haushaltskunden in Deutschland. Sie sehen ganz deutlich die Explosion, und zwar eine Explosion mit einer jährlichen Steigerung von 1,32%. Also das heißt, das, was in den letzten Jahren in den Medien so kolportiert wurde, also dass die Strompreise so wahnsinnig gestiegen wären, ist de facto einfach falsch. Und was natürlich richtig ist, ist, dass wir in den letzten wenigen Wochen eine Strompreisexplosion hatten im Großhandel, an der Börse.
Und die war tatsächlich richtig dramatisch. Also wir hatten ansonsten immer so 3, 4 Cent mittlere Preise an der Strombörse. Und im letzten Jahr stieg dann dieser Strompreis zunächst im dritten Quartal auf 9,7 und im vierten Quartal sogar auf 17,9 Cent pro Kilowattstunde. Und ja, und da ist es natürlich so, dass diese Explosion zunächst jetzt erstmal den Großhandel, Großkunden, Industriekunden betrifft, aber natürlich irgendwann über kurz oder lang natürlich auch die Haushaltskunden treffen wird. Ja, aber um diesen Strompreisanstieg zu verstehen, oder viele wundern sich so ein bisschen, warum steigt es denn so stark an? Uns hat so ein bisschen eher gewundert, oder eigentlich der Anstieg an sich nicht gewundert. Wir hatten ihn tatsächlich bald mit dieser Strompreisstudie, die der Herr Dürschner schon kurz erwähnt hatte, vorausgesagt. Wir waren natürlich nicht ganz so optimistisch. Also das heißt, wir hatten für das Jahr 2021 eine Prognose von ungefähr 7 Cent pro Kilowattstunde berechnet, basierend auf historischen Börsendaten. Und das sind ein paar Cent sogar mehr geworden. Im Schnitt im Jahr 2021 waren es über 9 Cent pro Kilowattstunde, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir bei diesen historischen Daten, die wir für unsere Studie verwendet hatten, natürlich mit historischen Gaspreisen gerechnet haben und nicht mit den Gaspreisen, die wir heute an der Gasbörse, an der EEX finden. Wenn wir jetzt weiter über Preise reden, ist es jetzt nochmal ganz wichtig zu betonen, dass Preise erstmal gar nichts zu tun haben mit Kosten. Also natürlich sind auch Stromerzeugungskosten wichtig, die müssen wir sich anschauen. Und da zeigen auch die Kollegen von Fraunhofer immer sehr, sehr schön in regelmäßigen Abständen, wie sich die Erzeugungspreise, also die Stromerzeugungskosten für erneuerbare Energien entwickeln. Und das Thema, die wichtige Aussage ist hier, dass mittlerweile Photovoltaik und Wind zunehmend immer günstiger werden im Vergleich zu den konventionellen Stromerzeugern, vor allem natürlich Erdgas. Und das war jetzt dieser letzte Bericht des erschienen im Juni 2021. Ja, und hat natürlich auch die letzten Gaspreiserhöhungen noch gar nicht mitgenommen. Also das heißt, wir lernen, dass selbst in Deutschland ist die Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik viel billiger als aus Gas und Kohle. Und das Wichtige ist, dass der fossile Strom auch noch mal zunehmend teurer werden wird in den nächsten Jahren und sich damit diese Schere zwischen oder diese Stromkostenvorteile erneuerbarer Energien selbst in Deutschland noch verstärken werden. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Frage der Preise. Warum steigen denn die Strompreise momentan an? Und ich habe jetzt die Frage auch so ein bisschen ausgeweitet, warum steigen die Strompreise ohne erneuerbare Energien an? Und im Prinzip hat es der Herr Burger gestern ja auch schon wunderbar formuliert, wir brauchen erneuerbare Energien, um den Strompreis zu senken. Und das widerspricht ja auch ein bisschen der Wahrnehmung, die jetzt der Durchschnittsbürger aus den Medien hat, wo Sandra Maischberger die Kanzlerkandidaten noch gefragt hat, warum denn der Strompreis oder ob es denn eigentlich vertretbar wäre, den Strompreis so steigen zu lassen durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Sie erinnern sich, das war bei diesem Triennell beispielsweise. Also das heißt, es hat sich, obwohl es natürlich für den Herrn Burger vollkommen klar ist, hat sich es noch nicht rumgesprochen, warum ohne erneuerbare Energien der Strompreis steigt und nicht mit. Und das liegt einfach an diesem sogenannten Merit-Order-Effekt und ist im Prinzip nur Angebot und Nachfrage. Je mehr Erneuerbare, desto höher ist das Stromangebot im Strommarkt, im Großhandel und desto niedriger wird entsprechend der Preis. Und das kann man auch sehr, sehr deutlich sehen, wenn man einfach mal historische Börsenpreis sich anschaut, die habe ich hier mal dargestellt. 2000 ging der Stromhandel in etwa los in Deutschland, bei ungefähr 2 Cent ist dann kontinuierlich gestiegen in den nächsten Jahren, hatte so ein paar Peaks, als irgendwann die CO2-Zertifikate eingeführt wurden, allerdings nicht sehr nachhaltig. Dann gab es mal diesen Peak, als der Rohölpreis mal bei $140 pro Barrel war. Ja, und dann kam Fukushima im Jahr 2011, im März 2011, Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und die Entscheidung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf einen Schlag im Prinzip 8 von 17 Kernkraftwerken abzuschalten, vom Netz zu nehmen
und damit ein Sechstel der Stromproduktion vom Markt zu nehmen. Was würde man erwarten? Man nimmt in so einer Situation, wo der Strompreis eh schon ansteigt, plötzlich ein Sechstel des Angebots vom Markt. Ja, klar, Angebot und Nachfrage sagt, der Strompreis steigt und tatsächlich ist dieses passiert. Und dass in Folge nach 2011 so stark die Börsenpreise gesunken sind, liegt eben genau an diesem Merit-Order-Effekt, an einem Überangebot von erneuerbaren Energien, eben an dem Erfolg des Erneuerbaren Energiengesetzes, das zumindest bis 2011 und 12 zu einem stetigen Zubau von Wind- und Photovoltaik vor allem geführt hat. Ja, und wir sehen auch ganz deutlich im weiteren Verlauf, dass wie stark das mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Wir hatten ein Minimum des Strompreises im zweiten Quartal 2020. Das hatte natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass durch Corona der Stromverbrauch insgesamt in Deutschland geringer war. Hat aber vor allem damit zu tun, dass wir ein ganz, ganz tolles erneuerbares Jahr hatten mit 59,3% Erneuerbaren. Ja, und wie es zuletzt weiterging, hatte ich schon gesagt, im dritten Quartal des letzten Jahres hatten wir einen Strompreis von 9,7 Cent, also wirklich diese Strompreisexplosion lag eben natürlich auch daran, dass Corona so ein bisschen den Strecken verloren hat und die Konjunktur wieder so ein bisschen den Stromverbrauch angekurbelt hat, lag aber ganz klar und vor allem auch daran, dass wir im letzten Quartal eben deutlich schlechtere Einspeisung von Wind- und Photovoltaik hatten, also hier nicht mehr 59, sondern nur noch 48,6% Erneuerbare. Ja, und besonders abging es dann natürlich im letzten Quartal des letzten Jahres bis auf 17,87 Cent pro Kilowattstunde. Und der Grund, ich wiederhole mich hier, 42,2% Erneuerbare. Es gab einfach zu wenig Wind und deswegen ging der Strompreis an der Stelle durch die Decke. Ja, und das ist genau dieses Prinzip von Merit Order. Der Merit Order, die ich jetzt an der Stelle einfach auch nochmal erklären möchte. Unser Strommarkt ist so aufgebaut, dass der Strompreis sich quasi ergibt aus den Grenzkosten der Stromerzeugung. Und da kommen dann der Reihe nach eben die erneuerbaren Energien, die Kernkraftwerke, dann die Kohle- und Gaskraftwerke eben dazu. Und der Strombedarf bestimmt eben, welches dieser Kraftwerke als letztes noch zum Einsatz kommt. Also wenn ich zum Beispiel 70 Gigawatt oder so insgesamt brauche, in diesem Fall wäre es jetzt so, dass ein Steinkohlekraftwerk preissetzend wird. Das hat Grenzkosten von ungefähr 5 Cent. Damit gilt für alle ein Strompreis von 5 Cent. Haben wir jetzt viel Wind und Sonne, verschiebt sich die ganze Merit Order nach rechts. Beim gleichen Strombedarf werden dann zum Beispiel billige Kernkraftwerke mit Grenzkosten von 2 Cent pro Kilowattstunde preissetzend und wir haben einen sehr geringen Strompreis. Haben wir jetzt sehr wenig Wind und Sonne, dann verschiebt es die ganze Merit Order nach links. Und bei gleichem Strombedarf werden dann eben Gaskraftwerke preissetzend, die dann typischerweise bei normalen Gaspreisen 7, 8, 9 Cent Stromkosten verursachen. Und das Gleiche kann man dann natürlich fortführen, wenn man sich jetzt anschaut, was passiert jetzt infolge des Ausstiegs aus der Kohle und der Kernenergie. Da rutscht natürlich dieser teure Gasbereich immer mehr ins Zentrum. Und wenn es dumm läuft und ich habe zu wenig Erneuerbare, lande ich halt dann bei den ganz, ganz teuren, ineffizienten Gas- oder gar Ölkraftwerken mit 20 Cent pro Kilowattstunde. Und stoppen kann ich das im Prinzip nur dadurch, dass eben genug erneuerbare Energien, Wind und Photovoltaik habe und dann eben in einer Situation bin, wo am Ende nur noch günstige, also effiziente Gaskraftwerke den Strompreis bestimmen. Ja, also das heißt, das letzte notwendige Kraftwerk bestimmt den Börsenpreis und der gilt dann einfach für alle. Das ist dieses Prinzip der Merit Order und es führt dann dazu, dass diese Strompreise so gesunken sind. Und Herr Fell hat es natürlich auch schon immer gewusst, die EEG-Umlage war noch nie schuld an Strompreissteigerungen. Und von daher war das eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Jeder, der sich so ein bisschen auskannte, wusste, dass es eben nicht so ist, dass erneuerbare Energien Preistreiber sind. Sie können sich unter diesem Link übrigens die Studie jederzeit downloaden oder wenn Sie es einfach googeln, V-Strompreisstudie. Ja, und das Ergebnis ist eben, dass wir bis zum Jahr 2018 in Summe 70 Milliarden Euro eingespart haben, weil einfach die Mehrkosten der fossilen Stromerzeugung deutlich höher gewesen wären als das, was wir für die EEG-Umlage bezahlt haben.
Herzlichen Dank an der Stelle nochmal an die Elektrizitätswerke Schönau, die eben gerade auch dieses Update dieser Studie im Jahr 2019 bei uns beauftragt haben. Gut, ja, jetzt vielleicht noch so ein bisschen Schelte für die alte Bundesregierung, weil das große Problem ist natürlich die Frage, wie geht es denn weiter? Wir haben in den letzten Jahren ja immer irgendwo in Deutschland so typischerweise einen Stromverbrauch von 600 Terawattstunden gehabt. Wir haben schon deutlich weniger Strom und Gas gebraucht, weil eben die Erneuerbaren sich ausgebaut haben und der Stromverbrauch ist gerade nur im Jahr 2020 so ein bisschen eingebrochen wegen Corona. Und jetzt ist interessant, was die Bundesregierung geplant hatte. Sie hat gesetzlich vorgegeben den Atom- und Kohleausstieg und sie hat gesetzlich vorgegeben den Ausbaupfad für erneuerbare Energien. Und siehe, das Überraschende ist, dass der Ausbau erneuerbarer Energien noch nicht mal ausreicht, um Atom- und Kohleausstieg zu kompensieren. Dadurch entsteht eben diese Ökostromlücke. Und wir haben gerade gelernt über diese Merit Order, dass diese Ökostromlücke nur zu decken ist mit Gaskraftwerken und vor allem natürlich dann, wenn sie groß ist, nur mit besonders teuren Gaskraftwerken. Also das heißt, diese Kompensation dieser Ökostromlücke mit Erdgas wird einfach richtig teuer. Und was wir an der Stelle natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die Kernfrage, wer liefert eigentlich künftig unser Gas? Und da schauen wir natürlich momentan alle zu diesem Dark Lord in den Kalten Osten. Wladimir Putin, lesen Sie, Sie kennen diese Schlagzeilen, Putin dreht den Gashahn zu und Deutschland droht Putins Gasschock und so weiter. Und wie das konkret aussieht, habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Es ist ja so, dass im Prinzip alle maßgeblichen Energiepreisindizes in den letzten Monaten drastisch gestiegen sind. Am moderatesten übrigens beim Rohölpreis, obwohl der natürlich in den Medien am stärksten präsent ist. Also da ist seit diesem Corona-Loch 2020 dieser Strompreis eben relativ gering gestiegen auf mittlerweile 23 Dollar pro Barrel. Also Sie erinnern sich, da war mal bei 140. Ja, aber zum Beispiel der CO2-Preis am European Carbon Spot ist tatsächlich so ein bisschen explodiert von 14,7 auf knapp 100 Euro pro Tonne, also ungefähr Versechsfachung. Und noch schlimmer war es tatsächlich mit dem Gaspreis, der von ungefähr 0,4 Cent pro Kilowattstunde im Corona-Loch mittlerweile gestiegen ist auf im Maximum 17,5 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe jetzt gar nicht ausgerechnet, was das für ein Faktor ist, aber der ist ziemlich groß. Mittlerweile ist er wieder ungefähr bei 7,7 Cent, war er gestern. Und das ist in etwa das, was 2020 noch die mittleren Haushaltspreise waren. Gut, also das heißt, die Erdgaspreise haben sich vervielfacht. Und da hat natürlich dieser Dark Lord irgendwo so ein bisschen was damit zu tun. Wissen wir alle mittlerweile. Und das Überraschende ist jetzt aber, da wollte ich Sie auch nochmal darauf hinweisen, wenn ich jetzt bei diesen Zeitungsausschnitten einfach mal so ein bisschen ins Kleingedruckte reingucke, überrascht Sie vielleicht, das waren nicht keine Schlagzeilen von gestern oder vorgestern, sondern aus dem Jahr 2014, als wir im Prinzip genau die gleiche Situation auch schon mal hatten. Und wir lernen, Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Und umso unverständlicher wird es natürlich, nachdem wir im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren dieser Abhängigkeit ausgesetzt sind, warum er sich politisch da auf Nord Stream 2 und solche Abenteuer überhaupt eingelassen hat. Das heißt, mein zweites Fazit wäre dann, dass der aktuelle Ausbauplan der Bundesregierung richtig teuer wird und bei Weitem nicht ausreichen wird, um diese 100% Erneuerbare zu erreichen. Jetzt haben wir noch ganz aktuell die Diskussion, wie geht es denn mit der EEG-Umlage weiter? Zur Erinnerung, EEG-Umlage rechnet sich ja aus der Differenz der Großhandelspreise und der mittleren Kosten der erneuerbaren Energien. Und da haben wir jetzt die glückliche Situation, dass die EEG-Umlage eigentlich negativ werden müsste, weil eben der Börsenpreis teurer ist als der mittlere Preis erneuerbarer Energien. Und da hat man jetzt auch schon heute Widersprüchliches gehört. Der Herr Lindner will natürlich unbedingt die EEG-Umlage abschaffen. Und ich sage da ganz klein, bitte nicht, weil so eine negative EEG-Umlage im Oktober wäre natürlich klasse für die Wahrnehmung erneuerbarer Energien. Es gäbe Gesetze, die wären viel dringender abzuschaffen.
Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass wenn wir schauen, die erneuerbare Energien oder der hohe Börsenpreis führt momentan dazu, dass wir riesige Gewinne abschöpfen, beispielsweise mit diesen uralten Kraftwerken im Rheinland. Also der Block C zum Beispiel, Baujahr 65, hat im letzten Quartal 21, also in einem Quartal 47 Millionen Euro verdient. In Summe haben diese vier Blöcke knapp 1 Milliarde Euro verdient. Man könnte dafür 2 Gigawatt PV aufbauen. Also das heißt, wir haben momentan genug Liquidität, um jetzt einfach Erneuerbare zuzubauen. Und hoffentlich wird die auch so genutzt und nicht einfach nur an irgendwelche RWE-Aktionäre ausgezahlt. Gut, nächste Frage. Prognose 2030. Bleibt die Versorgung überhaupt sicher? Und da wissen wir, dass eben zunächst dieser Ausbaupfad beschlossen wurde von der alten Bundesregierung. Der hat vorgesehen einen Ausbau von 1,6 bei den erneuerbaren Energien gegenüber heute. Habeck hat es erhöht auf diesen Faktor 3 bis auf 80% erneuerbare Energien. Und wenn wir jetzt einfach mal anschauen, was das bedeutet in den nächsten Jahren. Ich habe jetzt einfach mal diese Dunkelflaute vom Oktober 2020 hochskaliert. Einmal mit dem Kohleausstieg nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz oder mit einem vollständigen Kohleausstieg bis 2030, dann ergibt sich natürlich ein Versorgungsdefizit. Und dieses Defizit macht tatsächlich erstmal bis 2030 nach Habeck-Plan einen Faktor 3 aus. Das ist also relativ klar, dass wir dieses erreichen können. Aber wenn wir wirklich auf 100% Erneuerbare gehen wollen, dann sind wir deutlich schlechter gestellt. Müssen wir, um die Leistung zu decken, einen Faktor von 7 ungefähr nachbauen. Das heißt, um die Versorgung auch bei Dunkelflaute aufrechtzuerhalten, müssten wir Erneuerbare um einen Faktor 7 steigern. Und das ist jetzt nur die Leistungsbilanz und noch gar nicht die Strombilanz. Und bei der Strombilanz müssen wir einfach auch noch weiterdenken. Wir reden tatsächlich ja nicht nur über den Strom, der defossilisiert werden muss, sondern auch über Wärme- und Mobilitätssektor. Und da wissen wir, dass wir insgesamt in Deutschland, zum Beispiel, das sind Zahlen aus dem Jahr 2019, die Hälfte unserer Endenergie als Wärme benötigen. Und ja, und jetzt zitiere ich noch diesen jungen Mann, der aus meiner Sicht ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Bill Gates, How to Avoid Climate Disaster. Liebe Frau Stegen, verzeihen Sie mal, dass ich das zitiere. Ich weiß, Sie sind nicht mit allem einverstanden, was er schreibt, aber er schreibt immerhin auch viel Richtiges. Ja, und was sagt er uns in schönen plakativen Worten? We have to get to zero. Also wir müssen auf Null kommen mit unseren CO2-Emissionen. Und wie schaffen wir das? Oder da bilanziert er dann erstmal, wo kommen jetzt eigentlich unsere CO2-Emissionen her? Und zeigt recht schön, dass nur 27% aus dem Elektrizitätssektor kommen. How we plug in, nennt er das. Dann how we make things, also die ganze Industrie, Stahlindustrie und so weiter. Aluminium, die emittieren weltweit 31%. How we grow things, also die Landwirtschaft 20%. How we get around, also Mobilität 16%. Und how we keep cool and stay warm, nochmal 7%. Ja, und seine Lösung, um jetzt diese Ziele zu erreichen, auf Null zu kommen, da steht jetzt überall: Make carbon free electricity, electrify, den Agrosektor, how we get around, use electric cars und auch beim Heizen und Kühlen electrify. Also das heißt, seine Lösung ist ganz klar das, was wir neudeutsch Sektorenkopplung nennen. Wir müssen im Prinzip, wir brauchen den Strom als Bindeglied für die anderen Sektoren, um diese zu defossilisieren, wie wir es auch heute schon machen. Also ein relativ großer Anteil des erneuerbaren Anteils in der Wärme, im Wärmesektor stammt ursprünglich aus dem Stromsektor und ist deswegen gestiegen, weil eben im Stromsektor zunehmend erneuerbare Energien vorhanden waren. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal bilden, ist natürlich auch beim Mobilitätssektor so. Und wenn wir jetzt einfach nochmal schauen, was bedeutet es für ein Szenario 100% erneuerbare Energien, dann dürfen wir eben nicht nur diesen Sektor How we plug in anschauen. Also da ist der Stand heute, wir haben 250 Terawattstunden Erneuerbare. Der geplante Ausbau der alten Bundesregierung sind 126 Terawattstunden.
Dann haben wir gesagt, da gibt es doch zu den 600 Terawattstunden insgesamt eine Ökostromlücke von 225 Terawattstunden. Also das heißt, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Dann ist überraschend, für die Elektromobilität braucht man gar nicht so viel, ungefähr 30% mehr, also die ungefähr 130 Terawattstunden. Richtig viel bräuchten wir für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs, Flugverkehrs und so weiter, weil man da eben mit E-Fuels sehr viel machen muss mit ganz schlechten Wirkungsgraden. Und dann haben wir noch How We Make Things, also Ammoniak-Synthese beispielsweise, also für die Landwirtschaft, Stahlproduktion und so weiter, kommt dazu. Und der dicke Brocken ist tatsächlich die Wärme. Also das heißt der Wärmesektor, der natürlich bei uns deutlich stärker, deutlich energieintensiver ist als bei Bill Gates in Kalifornien. Der würde auch nochmal 600 Terawattstunden brauchen. Das heißt, der Bedarf morgen würde um den Faktor 7 bis 8 steigen. Und das ist die möglicherweise keine so richtig schöne Botschaft, zumindest eine, die politisch so ein bisschen schwerer zu verkaufen ist, aber die wirklich eine Notwendigkeit darstellt. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir das überhaupt? Weil wir haben ja auch jede Menge Nachbarn. Deutschland ist tatsächlich, wenn wir uns jetzt anschauen, der Herr Burger hat da auch immer sehr schöne Diagramme, wo er eben die Stromflüsse zwischen Deutschland und den Nachbarn beispielsweise darstellt. Und da sehen wir eben, dass der Strom überwiegend von uns weggeht zu den Nachbarn. Im Jahr 2019 hat man einiges an Strom nur von Frankreich importiert. Und unterm Strich ist das alles so ein ständiges Geben und Nehmen. Und wir haben aber immerhin 10% unseres Verbrauchs immer noch exportiert. Ja, und wenn man jetzt das aktualisiert und mal schaut, wie es jetzt gerade in diesem letzten Quartal im Dezember 2021 war, als tatsächlich auch mehrere französische Kernkraftwerke einfach mal ungeplant ausgefallen sind, war es immer noch so, dass wir im Prinzip 9% der eigenen Stromerzeugung, obwohl es wirklich knapp war, auch bei uns und teuer, exportiert haben. Und wenn man mal anschaut, die Franzosen konnten im Prinzip fast gar nichts mehr exportieren, mussten importieren von Belgien und allen anderen Nachbarn. Und die Frage, klappt im Notfall die Nachbarschaftshilfe, muss auch mit einem kleinen Nein beantwortet werden. Einfach deshalb, weil jetzt zum Beispiel die Kernkraftwerke in Frankreich einfach hoffnungslos veraltet sind und im Notfall helfen dann eben nur Speicher. Ja, jetzt habe ich im Prinzip, bin ich in meinem letzten Kapitel, wo ich einfach nochmal darstellen muss, dass auch die Speichertechnologien natürlich eine wichtige Sache sind. Im Prinzip unterscheide ich mal ganz gern diese drei Speicheraufgaben, die effizienten grundlastfähigen Speicher, nenne ich es ganz gerne, Spitzenlastspeicher und dann die großen strategischen Speicher. Und beide, und wenn man sich da mal anschaut, was haben die eigentlich für Ziele oder Business Cases, dann ist es eigentlich ganz klar effiziente Speicher, die, wenn wir uns Speichertechnologien, Pumpspeicher, Batterien, Druckluft oder chemische Speicher anschauen, effizient für die Tag-Nacht-Verschiebung beispielsweise von Photovoltaikstrom, sind natürlich die Batterien das Mittel der Wahl. Wir haben für die Spitzenspeicher, wenn mal irgendwelche Strompeaks im Bedarf auftreten, bis zu 20 Gigawatt, dann gehen natürlich vor allem die Pumpspeicherkraftwerke. Wir brauchen relativ viele Batterien, aber gar nicht so sehr viele Batterien. Mit Druckluft könnte man das auch machen. Und natürlich auch mit existierenden Gaskraftwerken, die mit chemisch gespeicherten Erneuerbaren arbeiten beispielsweise. Aber das große Problem haben wir bei den strategischen Speichern, wo es darum geht, diese Dunkelflaute zu überbrücken, die dann auch mal 20 Terawattstunden Energiemenge brauchen könnte. Und das geht tatsächlich nur mit Gasinfrastruktur oder mit chemischen Speichern. Und das ist jetzt, wenn wir uns das anschauen, Business Case für die erste Aufgabe, ist kein Problem, läuft wunderbar. Das ist meine Batterie, die ich nebenan hier im Keller habe. Das ist ein typisches Verbrauchsprofil, das sich daraus ergibt mit meiner PV-Erzeugung. Ich habe so ein bisschen Ost-West-Ausrichtung und da sieht man sehr schön den State of Charge der Batterie. Man sieht auch sehr schön, wenn ich dann da mal irgendwo nach Hause gekommen bin, den Stromverbrauch für mein Elektroauto. Und das heißt, diese Tag-Nacht-Verschiebung von dem Strom, der tagsüber geerntet wird, in die Nacht bis in den nächsten Morgen, klappt perfekt, muss natürlich ins kleine gedruckte Scheiben, leider nur im Sommer. Aber immerhin wirtschaftlich ist es ohne Frage.
Und auch dieser zweite Business Case ist auch wirtschaftlich. Es gibt immer mehr Batteriekraftwerke im Regelenergiemarkt. Auch die können heute schon Geld verdienen, beispielsweise als Second-Life-Batterien. Wobei man hier im Kleingedruckten auch nochmal erwähnen muss, wenn dieser Business Case Spitzenlast auch künftig noch ein bisschen mit fossilen Erdgas bedient wird, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, weil das sind ja immer nur sehr, sehr kurze Zeiten, in denen diese Regelenergie notwendig ist. Also das heißt, so viel CO2 wird man an der Stelle gar nicht emittieren. Problematisch ist dann der dritte Business Case, nämlich die Speicher für die Dunkelflaute. Und da behaupte ich jetzt mal, diesen Business Case gibt es nicht und wird es auch nicht geben, einfach weil wir viel zu hohe Investitionskosten haben, viel zu geringe Anlagenauslastung, viel zu geringe Wirkungsgrade. Und das ist ja im Prinzip nur, wir wissen nicht, wie oft haben wir die Dunkelflaute. Und das ist nur eine Sache, die einfach als Sicherheit irgendwo Standby stehen muss. Und ich muss das vielleicht so ein bisschen einschränken, dass ich sage, den Business Case gibt es hoffentlich nicht, weil rechnen würde sich quasi ein Speicher für die Dunkelflaute aufgrund der geringen Stundenzahlen nur dann, wenn die Strompreise wirklich extrem hoch wären. Und das wollen wir uns nicht wünschen. Und auch Kollege Kwaschnik hat ja gestern auch schon gesagt, für die Dunkelflaute werden Batteriespeicher nicht helfen. Wir brauchen an der Stelle was anderes. Und was da hilft, die Technologien, sind tatsächlich dann nur die erneuerbaren Gase, die man natürlich auch ganz normal in der Infrastruktur heute schon nutzen könnte, egal ob das jetzt Methan, Methanol oder auch Ammoniak beispielsweise wäre. Und momentan müssen wir in diesen Infrastrukturen eben noch fossiles Erdgas einsetzen. Und die Lösung muss einfach sein, dass wir hier den Umstieg auf erneuerbare Gase oder nennen Sie es gerne auch E-Fuels oder chemische Speicher finden müssen. Und da ist jetzt nochmal ganz kurz als letzter Gedanke nochmal die Diskussion, brauchen wir denn eigentlich die Bioenergie beispielsweise für die Dunkelflaute? Und da ist mein ganz klares Statement ja für unser künftiges Energiesystem. Brauchen wir chemische Speicher. Chemische Speicher bestehen natürlich immer aus grünem Wasserstoff, aber eben auch aus Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff, den kriege ich eben CO2-neutral wirklich als grünen Kohlenstoff eben nur aus Biomasse. Und deswegen ist das ganz klare Antwort auf die Frage, gehen 100% Erneuerbare ohne Bioenergie. Das ist mit einem ganz klaren Nein zu beantworten. Wir brauchen diesen grünen Kohlenstoff für die Speicherung erneuerbarer Energien, E-Fuels und grüne Wärme. Und dass das sogar mit Biogas mittlerweile auch recht schön und einigermaßen bienenkonform zu bewerkstelligen ist, zeigt uns zum Beispiel auch die durchwachsene Silphie und andere neue Trends. Ja, also das heißt, was wir brauchen, sind diese chemischen Speicher, die der Kollege Sterner gestern ja schon als Power2X Ihnen nahegebracht hat. Ist keine Frage, dass wir keine Alternative haben zum Wasserstoff in vielen Bereichen, vor allem in der Industrie. Michael, falls du noch da bist, über die Sache mit den LKWs, mit dem Wasserstoff, müssen wir vielleicht nochmal diskutieren. Aber ansonsten ist es so, dass wir natürlich auch vor allem andere Wasserstoffträger brauchen, beispielsweise Methan, weil es einfach sehr viel billiger und sehr viel einfacher zu transportieren ist in existierenden Infrastrukturen, gerne auch nachzulesen in dieser Wasserstoffstudie, die wir vor kurzem auch veröffentlicht haben. Ja, und das große Problem dieser Power-to-Liquids ist einfach, dass egal, was ich rechne, ob ich jetzt Wasserstoff verflüssige oder eine Synthese anhänge, die Wirkungsgrade sind einfach, wenn ich sie realistisch rechne, schlecht. Also aus einer Kilowattstunde Strom, die ich reinstecke, kommen am Ende bestenfalls eine Kilowattstunde wieder raus. Das heißt, wenn der Strom am Anfang 30 Cent kostet, kostet mich die Kilowattstunde Strom am Ende allein von den Stromkosten her 90 Cent. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich jetzt wirklich sehr günstigen Strom verwenden kann, für 2 Cent beispielsweise, dann ergeben sich Strompreise beim Ausspeichern von 6 Cent. Und da komme ich jetzt auf eine geklaute Folie zurück von einem lieben Kollegen aus Brasilien, der vor ein paar Jahren in Nürnberg einen schönen Vortrag gehalten hat und gezeigt hat, jetzt hier einfach solare Einstrahlung Deutschland, Brasilien den Vergleich. Im Kleingedruckten hat er dann darauf hingewiesen,
dass da, wo in Deutschland die Skala aufhört, die in Brasilien losgeht. Und seine nächste Folie war dann der Größenvergleich, um einfach deutlich zu machen, es gibt Länder, die haben einfach viel mehr erneuerbare Energien, als wir es haben. Und am Ende muss dann die Lösung für die Energiewende eben die Globalisierung erneuerbarer Energien sein. Wir müssen die erneuerbaren Energien da ernten, wo sie im Überfluss vorhanden sind und auch günstig konkurrenzfähig erzeugt werden und erzeugt und gespeichert werden können. Und damit ist dann am Ende auch dieses Ziel 100% erneuerbare Energien auch für Deutschland realisierbar. Ich habe jetzt immer so ein bisschen erschreckt, so ein bisschen auf die Zeit geguckt, die mir offensichtlich so ein bisschen davongelaufen ist. Aber ich bin auch schon am Schluss bei meinem letzten Statement. 100% Erneuerbare sind technisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll, ohne Zweifel und auch für die Zukunft unserer Kinder unabdingbar. Und ich glaube, an der Stelle gebührt das letzte Wort der Tagung tatsächlich der Kollegin Krom-Kolb von der BOKU in Wien, die gestern einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten hat zu den Wirkungen des Klimawandels. Und einfach, glaube ich, besser kann man es nicht formulieren. Wir müssen das Notwendige möglich machen und genau darum geht es in der Energiewende. Nicht darum, ob es geht, sondern wir müssen das Notwendige möglich machen. Herzlichen Dank.